Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter aka Uli. Und zwar zum Umbau meiner Lok, wie ich es ja vor kurzem versprochen habe, die V100 bzw. die BR212 von Trix. Das ist die Lok mit der, die modernste Lok von denen, die ich da habe, von der V100-Reihe. Und die wollte ich eben umbauen. Das ist die Lok, wo ich neulich sagte, die den fünfpoligen Motor schon verbaut hat, den ich also nicht ersetzen werde, wo also kein Glockenankermotor reinkommt. Und diese Lok ist auch schon digitalisiert, hat aber, wie ihr später im Video nachher noch sehen werdet, einen neuen Decoder von mir bekommen, weil er von der Bauart viel, viel kleiner ist. Und der Decoder, der andere, der sogenannte alte Decoder, passt zwar noch wunderbar in die Lok rein, aber den hebe ich mir lieber auf, wenn ich irgendwie eine größere Lok mal digitalisieren werde, wo der einfach noch entspannter reinpasst. Und da ich nachher auch noch die Beleuchtung eingebaut habe und da auch noch ein bisschen Platz brauchte für die Drähtchen und was man so alles da so reinbauen muss, habe ich mich dann kurzerhand entschieden, den ja kleineren Decoder einzubauen. Da kommen wir aber nachher noch mal zu. Jetzt gucken wir erstmal hier. Ich habe es ja auch geschrieben, die Lieferung aus Italien ist da. Ich hatte es ja auch angedeutet, ich glaube im Video Nummer 49 war es, dass ich eben für diese Lok hier in Italien, ich habe überall probiert, in allen einschlägigen Geschäften, die mir so eingefallen sind, wo man gut Ersatzteile noch bekommt, ich habe es nicht bekommen. Ich habe diese Schleife einfach nicht bekommen. Ich habe echt schon überlegt, ob ich mir Kupferfolie kaufe oder irgendwelche Kupfersachen, wo ich das dann selber rausschnipple, und habe dann wirklich Glück gehabt, dass ich diese Schleifertypen, die ich jetzt hier brauchte, ich bin ehrlich, ich habe da neulich gereinigt, ich habe dran rumgearbeitet, ich habe sie ein bisschen nachjustiert und was man so also macht, und habe sie den Dreck weggemacht mit dem Glasfaserstift, was ich ja auch eben gemacht hatte. Und dabei ist es mir abgebrochen. Ich bin hängen geblieben beim Zurückführen des Glasfaserstiftes und dabei habe ich es wahrscheinlich zwei, dreimal an der falschen Stelle gemacht und dann ist mir einfach dieser Schleifer weggebrochen. Und da habe ich das dann selber versucht zu bauen. Das ist alles Mist. Das bringt es echt nicht. Und da habe ich wirklich Glück gehabt, für 7 Euro so einen kleinen Schleifersatz für Gebrauchte. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, für 7 Euro ja so ein paar kleine Blechschleifer, aber ich schmeiße deswegen nicht die ganze Lok weg. Die fährt ja ansonsten recht gut. Das heißt, die hat zwar geruckt am Anfang, deswegen habe ich sie mir vorgenommen, dass sie wieder sauber läuft. Und da habe ich dann eben genau das, was wir hier gerade sehen, gedacht, dass die Stromübertragung, wofür ja die Baureihe von Trix hier ein bisschen bekannt ist, die Stromübertragung mangelhaft ist, aber bei der letzteren Variante, wie ich sie jetzt hier habe, ist sie an sich recht gut. Da sind ja nochmal zusätzliche kleine Federn unten drunter verbaut, die ich nachher, da weise ich nochmal drauf hin, wenn wir sie sehen. Und da brauchte ich das jetzt hier nicht, dass ich die Drähtchen oder die Litzen jetzt hier anlöte, zumal ich die ja jetzt an den Kupferfähnchen angelötet habe. Und bei den kommenden Loks, die jetzt also in Zukunft noch gemacht werden, ich habe ja wieder noch 3 Stück da von der älteren Baureihe, da werde ich diese Litzen, wie ich jetzt hier habe, definitiv reinmachen und somit die Stromübertragung vom Fahrwerk direkt hoch auf die Platine zu bringen, um einfach diese Kontaktschwierigkeiten auszumerzen. Ich habe mir da noch ein bisschen mehr ausgedacht, wie man das hinbekommen kann, weil die Schwachstelle ist noch nicht mal unbedingt gerade diese Kupferfahne, sondern eigentlich mehr die Platten, die man da an den Drehgestellen oben sieht, die übertragen ja nebst der Achse, die da reinkommt, nachher den Strom, den, ich sage jetzt mal, Minuspol gibt es ja nur in dem Sinne jetzt hier nicht wirklich, aber ich sage es jetzt mal so. Also die Masse sozusagen, die am Rahmen anliegt, die wird da über die Fahrwerke direkt übertragen. Da gibt es also keinen eigenen Schleifer für und an den Rädern, wie gesagt, nur auf einer Seite, nämlich das, was ich da ausgetauscht hatte. Und aber da komme ich mal am nächsten Video noch mit drauf zu sprechen. Jetzt sehen wir hier erstmal, wie ich jetzt die Fahrwerke einbaue. Das ist ein bisschen fummelig. Man sieht, mir fällt immer mal wieder was ab zwischendurch. Ich bin auch hier ehrlich, ich habe das drin gelassen größtenteils. Wenn man da irgendwie, ich werde das glaube ich gleich hochheben jetzt hier und dann fällt das rechte Fahrwerk nachher wieder ab. Ja, zack, da ist es weg. Aber ist ja nicht schlimm, es liegt ja in der Lokliege drinne. Und aber es nervt manchmal ein bisschen andauernd. Und da, diese Federn, die ich eben eingesetzt habe, von denen ich gesprochen habe, die sind da ein bisschen, die fallen ja jedes Mal mit raus. Hier sehen wir die Litzen raushängen, die kann ich jetzt aber rückwärts reinziehen in den Lokkörper und dann müssen die mit einer ganz leichten Schleife unten, also das ist ja, das Drehgestell bewegt sich ja nur recht leicht. Ganz bisschen brauchen die pro Spiel, dass der eben, wenn das sich hin und her bewegt, später beim Fahren nicht abreißt da unten. Ich lasse sowieso länger, wie wir hier gerade sehen, die letzten. Die werden also hinten auf die Ecke da
aufgelötet, die sozusagen, ich glaube, am roten Draht vom Decoder ist das. Und da lasse ich die Schleife, also diese Schlaufe von den beiden Litzen länger und klebe die nachher lediglich oben fest, so dass ich im Wartungsfall, so wie jetzt, auch die Platine noch runter bekomme, ohne dass ich da Angst habe, die kleinen Litzen da zu zerreißen. Die hätten sicherlich ein Stück kürzer sein können, aber wen jucken die kleinen Dinger, bin ich ganz ehrlich. Aber wie ich hier oben auch reingeschrieben habe, die werde ich in dieser Lok nachher wieder rausmachen. Das werdet ihr gar nicht bemerken. Die sind nachher einfach nicht mehr drin. Das habe ich wieder gelöscht, wie ich es rausgemacht habe. Hier setze ich jetzt den Motor ein, den 5-Poler. Der wird ja in dem Fall mit Klammern befestigt. In der alten Variante hat er ja nicht die Klammern. Da wird es ja komplett mit dem Obergestell gehalten, aber das ist eine andere Geschichte. Und wie gesagt, der Motor läuft wirklich gut. Ich habe das alles gereinigt. Ich habe die Drehgestelle im Ultraschall gehabt. Jetzt baue ich die Lampen an, die Federn. Das kommt alles wieder raus. Ich habe es auch hier reingeschrieben. Das wird nur zum Testen eingebaut, ob die Beleuchtung alles funktioniert, ob der Decoder entsprechend auch den anspricht und so weiter und so fort. Das kommt also raus, weil ich ja zum Schluss im dritten Teil die LED-Beleuchtung reinbauen will. Oder werde. Ich habe es ja schon gemacht. Und auch wie gesagt, ich muss es ja testen, ob es funktioniert. Ich baue ja nicht irgendwas zusammen, löte und fummel und friemel. Das bringt ja nichts. Jetzt bringe ich diese Platine wieder auf. Das sieht auch ein bisschen wüst und wild aus, wenn man da die Drähtchen von den oder die Litzen von den Decodern sieht. Aber das ist alles völlig in Ordnung. Das passt alles wunderbar an die Lok. Das war ja vorher auch drin. Aber wie gesagt, der neue Decoder, der ist da vielleicht ein Drittel von der Größe her von dem. Und der ist ja schon sehr, sehr klein hier. Und ja, mit den neuen bin ich ja wirklich sehr zufrieden, weil man den wirklich, wenn man die Litzen ein bisschen länger lässt, kann man die wunderschön oben in das Führerhaus von der VN100 reinbringen. Und da hat man da einfach noch ein bisschen mehr Platz, und ja, um das Ganze ein bisschen netter wegzumachen. Jetzt habe ich gerade die hochgebunden. Hier sehen wir es, hinten sind die Litzen damit ein bisschen Klebeband festgemacht. Der Test Nummer 1 von unserer heutigen Folge, der funktioniert. Also die Lok fährt schön sauber vor und zurück. Das war ja, was ich hatte, und die Königsdisziplin, wisst ihr alle, ist ja im Grunde genommen das Langsamfahren. Schnellfahren kann jeder, aber das wollen wir nicht haben. Jetzt kommen wir mal zu den Magnetkupplungen, stromführende Magnetkupplungen. Vielleicht mal ganz kurz vorher zur Geschichte. Ich werde alle meine Fahrzeuge mit Magnetkupplung ausstatten. Die Loks natürlich mit stromführenden Magnetkupplungen, viele meiner Hänger einfach nur mit Magnetkupplungen ohne Stromaufnahme oder ohne Stromweiterleitung. Aber generell die Personenwaggons oder auch manche Güterwaggons werden auch stromführende Magnetkupplung reinbekommen, um auch noch Strom mit abzunehmen auf dem Gleis für die Loks, dass die gerade im weichen Bereich, weil diese kurzen Loks, die wir hier haben, die haben manchmal in den weichen Bereichen mit den bei den Herzstücken oder bei den Leitblechen, oder Bleche sind es ja nicht, also wisst schon, was ich meine. Jetzt habe ich meinen Tisch angesenkt hier unten, ist auch clever. Und wenn man da natürlich Waggons hinten dran hat, macht sich das natürlich super, wenn die auch Strom mit abnehmen und die Lok mit versorgen und gleichzeitig auch der gesamte Verband entsprechend Strom abnimmt, auch für die Waggons, die dann beleuchtet werden sollen, so dass man wirklich eine große Fläche hat. Jetzt sehen wir hier, dass ich die beiden Kupplungen getestet habe, natürlich über Kreuz, weil die beiden rechten und die beiden linken sind natürlich parallel, ist also derselbe Anschluss. Und jetzt teste ich mal noch mit Strom, den lege ich also direkt auf die Kupplungen auf, und wir sehen, es funktioniert. Das gleiche mache ich jetzt auch noch andersrum, dass wir auch sehen, dass die beiden anderen Anschlüsse funktionieren. Und wir sehen, es dreht sich die andere Richtung, funktioniert einwandfrei. Also diese Technik gefällt mir wirklich gut. Vielleicht nochmal zur weiteren Geschichte, was ich hier gerade erzählt habe. Die Möglichkeit, die ich hier auch noch habe, wenn ich es nicht mit dem Strom machen möchte, über die Waggons, habe ich auch noch die Variante, dass ich in bestimmte Waggons, ich sag mal auch Güterwaggons, die geschlossen sind oder wie auch immer, Pufferkondensatoren einbauen kann. Das wäre auch eine Variante, die ich die stromführten Kupplungen verwenden kann. Das heißt, die Loks, die den Strom aufnehmen, bekommen in bestimmte Waggons, die ich dann, vielleicht mache ich sogar alle durchgängig, das muss ich mir mal überlegen. Dann kommen da Kondensatoren rein, wo die Lok dann entsprechend die Kondensatoren auflädt beim Fahren und dann entsprechend mal ein paar Millisekunden, oder kommt drauf an, wie viel Kondensatoren ich unterbringen kann, ich da
reinbringen und dann entsprechend überbrücken kann. Das wäre auch eine Variante. Wie gesagt, da müsste ich es zwar umlöten, da müsste ich an den orangenen und grauen Draht rangehen von den Decodern. Jetzt bin ich am schwarzen und roten, also an der Grundversorgung dran. Ist aber kein Problem, das umzulöten. Und mit den Anhängern habe ich mir so überlegt, das werde ich euch separat mal später noch vorstellen, dass die Stromabnahme über Kreuz funktionieren wird, so dass es völlig egal sein wird, wie rum der Hänger steht, und die Stromversorgung passt immer zur Lok. Aber wie gesagt, das mache ich mal in einem separaten Video, das kommt alles noch. Das ist mein erster Test. Ich kann natürlich an diese Lok jetzt noch nichts anhängen, aber übrigens dazu, der Test Nummer 2 ist auch mit Bravour bestanden. Es funktioniert, die Lok läuft. Hier haben wir meinen Testkreis gesehen, der ist ja unterhalb meiner Anlage, die Anlage ist ja da oben zu. Und jetzt kommen wir schon zum Teil 3, die LED-Beleuchtung. Das ist jetzt ein Teil, der nervig war. Ich sage es mal so, wie es ist. Es war so, dass, was wir hier sehen, die Technik, die ich jetzt mache, die Löcher, die ich jetzt in die Platine reinbohre, die ist für die Widerstände da. Ich verwende hier keine SMD-Widerstände, ich verwende ganz normale Widerstände. Ich habe den Platz, wie ich schon richtig schreibe, da oben rein, nämlich da, wo die Glühbirnen drinne saßen. Hier unten, genau so sollen die Widerstände ran, und dann sitzen die sozusagen in den Löchern, wo die Glühbirnen vorher drinne saßen. Da kommt natürlich Schrumpfschlauch drüber und ist alles abgedichtet. Hier hinten passt das auf der rechten Seite sehr, sehr gut. Auf der linken, wo jetzt die Kabel vom Decoder sind, jetzt ist es natürlich rechts, ging auch. Sehr, sehr gut. Mir war es nachher nur unterm Strich etwas zu knapp. Das heißt, ich habe dort an dieser Stelle den Kondensator wieder rausgenommen und habe den nachher unterm Dach festgemacht. Ich habe auch da kein SMD eingesetzt. Oben ist der Platz da. Man sieht ihn gar nicht mehr von außerhalb von der Lok. Das passt also alles sehr, sehr gut. Dann habe ich das hier abgeknipst, angelötet sozusagen. Und das längere Fähnchen, was jetzt raussteht, hat ein Stückchen Isolierung drüber bekommen. Das habe ich von einem anderen Kabel einfach ein grünes Stückchen Isolation drüber gesteckt, hat im Grunde genommen sehr, sehr gut funktioniert, aber ich habe es, wie gesagt, weggenommen, weil es hat sich einfach besser gemacht, dann wenn man den zweiten Widerstand nach oben gebracht hat. Hier friemle ich jetzt die LEDs rein, und das war ja, wenn ich sage, es war ein bisschen sehr nervig, ich habe eine ganze Weile dran gesessen. Man sieht es in dem Video natürlich immer nicht, dass das doch sehr fummelig ist, gerade wenn man versucht, den Anspruch an sich selber ein bisschen hochzuhalten. Das war mir wichtig, diese LEDs, die sind ja so leicht rechteckig, ihr werdet die kennen, das ist, glaube ich, die 0402 LED, und die möchte ich natürlich auch waagerecht in den Löchern da drin haben. Wenn man schon keine Runden hat, dann möchte man sie wenigstens waagerecht reinmachen. Ist mir auch gelungen zum Schluss, und es funktioniert recht gut, werden wir nachher noch sehen. Vielleicht noch ganz kurz zur Geschichte, ich habe ja geschrieben, das ist ja der Teil 1 von 2, die Lok wird ja noch optisch umgestaltet. Das kommt im nächsten Teil. Wir sehen ja auch noch auf der Seite immer DB Cargo dran stehen, und in den letzten Bildern, wenn ihr mal Obacht gebt nachher, ist schon das DB Cargo an der Seite weg. Da habe ich mir eine Rotfarbe angemischt, die fast identisch ist mit der, die jetzt hier die Lok besitzt. Das habe ich auch wirklich nur gemacht, damit ich das DB Cargo wegbekomme. Die Lok wird ja selber noch komplett anders werden von der Farbe. Wie gesagt, das kommt im nächsten Video rein. Und aber da lasst euch überraschen. Da oben haben wir gerade die beiden Drähtchen gesehen, die isoliert waren. Hier habe ich schon eingebaut und zugemacht. Das ist ein Provisorium, was wir jetzt hier gerade sehen. Es funktioniert. Und ja, wie gesagt, ist ein Provisorium. Das ist noch nicht der Endstand dieser Lok. Die wird ja sowieso umgebaut. Zum Beispiel das weiße Geländer, was eigentlich voll hinten dran ist, das kommt zum Beispiel weg bei mir. Und das Drittblech allerdings unten, das kommt wieder rein, was jetzt hier optisch, also was nicht optisch, das fehlt einfach, das kommt wieder rein. Und ja, jetzt kommt der Decoder. Das ist der von Döhler und Haas, der Decoder, die ich blende jetzt euch gleich mal noch ein, wie er heißt. Der kleinste meines Erachtens, den es gibt. Und der läuft sehr gut. Also der lässt sich sehr gut programmieren. Und deswegen trotzdem der kleinere eingebaut, weil ich ihn einfach mit längeren Drähtchen jetzt bestücke. Und wenn ich den hoch ein bisschen mache ins Führerhaus, der bekommt nachher schwarzes Klebeband drüber, dann sieht man ihn fast gar nicht mehr. Da ist wie unsichtbar da oben drin. Das passt schon. Hier sehen wir übrigens den Widerstand oben. Ich habe es auch hier herangeschrieben. Er sitzt nachher noch woanders. Ich habe es noch weiter hochgesetzt ins Dach rein. Er hat mich hier ein kleines bisschen gestört. Es ließ sich nicht richtig schließen, das Gehäuse. Ist ja eh ein bisschen fummelig immer. Wird ja sowieso mit jedem Kabel wird's ja enger. Aber ich wollte hier die beweglichen Litzen ranmachen. Ich hatte es erst versucht mit den Litzen, die LEDs dran haben. Das sind ja diese Kupferlackdrähte, und die waren mir unterm Strich zu steif.
Das hat mir nicht gefallen und ich hatte auch Angst, wenn man das dann ein bisschen mal öfters mal aufmacht. Ihr seht, ich bin auch im Decoder mit dem weißen Kabel da rechts direkt runtergegangen. Hier kommt das schwarze Klebeband drüber, so dass ich bewegliche Litzen habe, die nach oben führen. Und wenn ich das Gehäuse schließe, entsprechend auch mich nicht stört und ich diese ein bisschen hinschieben kann, wo ich es brauche. Den Rest habe ich alles oben ins Lokgehäuse reingeklebt, man hat es ja eben gesehen. Jetzt kommt der Test 4, das ist der abschließende Test. Hier sehen wir jetzt, wie die Lok schön fährt. Die sieht zwar ähnlich aus wie jetzt in dem Test 3, ist aber jetzt schon final vom inneren Aufbau. Ich habe jetzt auch die LEDs nochmal umgebaut gehabt. Ich habe hier genommen, die gelber sind, also dunkler sind. Hier habe ich ein Bild, das kann sein, dass es ein bisschen unscharf ist. Ich sehe es noch ein bisschen schlecht in der Vorschau hier. Hier ging es mir nur darum, dass man das Licht schön sieht. Und da ist es jetzt fast egal, ob es nun jetzt... Guck mal, wie hell das ist. Das ist mir schon fast zu hell. Das werde ich noch dimmen. Das ist überhaupt kein Problem. Und aber wir sehen eben, dass es schön funktioniert, der Lichtwechsel funktioniert. Was ich nicht mache, ist rotes Licht. Das bräuchte ich ja bloß mal mit hinten mit reinzuklemmen auf die Gegenseite. Da war mal kurz der Strom weg. Das möchte ich nicht, weil ich brauche keine Lok, die rote Rücklichter hat. Weil wenn ein Lok Waggons zieht, hat die keine roten Rücklichter. Okay, dann würde ich euch sagen, macht schön gut erstmal. Das wäre es für diesen Teil. Dann sage ich, macht schön gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Uli Aquapainter. Tschüss.